Frühlingsnoturno. Meine Komposition Frühlingsnoturno für kleines Orchester sollte Ende 1915 in Berlin uraufgeführt werden. Ich wurde dafür tatsächlich vom Kommandeur meines Regiments beurlaubt und so traf ich Ende Dezember 1915 in Berlin ein. Es ist für einen jungen Komponisten ein berauschendes Gefühl, seine Komposition zum ersten Mal zu hören. Denn wenn es sich um ein Stück für ein ganzes Orchester handelt, hört er tatsächlich sein Werk erst dann, wenn es aufgeführt wird. Der Komponist wird erst, wenn sein Werk erklingt, wirklich mit ihm konfrontiert und überrascht. Plötzlich war ich wer. Ich war nicht mehr ein kleines Jungchen aus dem Café des Westens. Ich war ein Komponist. Über Nacht wurde ich ernst genommen. Das ist für einen jungen Mann von noch nicht ganz 20 Jahren ein sehr schönes Gefühl. Im Juli 1916 heirateten Loh und ich. Bald reisten wir nach Wien. Ich besuchte dort meinen Verleger Josef Weinberger und spielte ihm den ersten Teil meiner rhapsodischen Sinfonie vor. Er war begeistert. Ich arbeitete fleißig weiter, aber in Deutschland war offenbar ein Moratorium erlassen worden, sodass ich kein Geld mehr bekam.